Bingo. Alright. Das ist doch jetzt hier schon mal eine andere Ansage. Das ist doch schon mal deutlich angenehmer. Siehst du, ich sag's euch, mit einem La Quinta Inn liegt man eigentlich nicht falsch. Also im Vergleich zu dem anderen Hotel finde ich das jetzt hier gerade total luxuriös so, ne? Obwohl es ist auch nur 2 Sterne oder 3 Sterne. Hier hat man den Ausblick auf den Pool. Kurze Zimmertour hier halt nochmal. Hier hat man so eine formschicke Lampe. Der Fernseher, den ich nicht benutzen werde. Ja, das Bett. Die Uhr geht sogar richtig. Ein Spiegel, was das jetzt hier nicht hat, ist ein Tresor, aber ist okay. Ich bleibe jetzt hier eh nur eine Nacht. Das würde man jetzt natürlich in einem besseren Hotel erwarten. Und hier haben sie das Bügeleisen auch nicht so krass an die Wand genagelt, sondern hier wenigstens in diesem Schrank so ein bisschen versteckt, den ich nicht nutzen werde. Und hier ist auch so ein schöner Schreibtisch, der auch noch nicht mal richtig abgeranzt ist, so wie der andere Schreibtisch. Also es fühlt sich jetzt hier auf jeden Fall schon echt deutlich, deutlich heimlicher an als dieses andere Hotel. Ich bin jetzt aber auch noch komplett schockiert, was diese ganze Kakerlaken-Geschichte angeht und so. Und ja, ich habe auch zugesehen, dass ich halt meinen Rucksack und meine ganzen Taschen fest verschlossen hatte, alle Reißverschlüsse zugemacht und so. Also ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Kakerlake mittransportiert. Das wäre natürlich der krasse Super-GAU. Ja, das ist das Badezimmer. Wie gesagt, auch recht angenehm. Wobei das andere Badezimmer, naja, sagen wir mal so, es war jetzt so okay, aber es hat auch, wenn man genauer hingeschaut hat, war es auch ein bisschen eklig so, ja, also. Aber gut, okay. Wie gesagt, ich bin total froh, dass ich jetzt hier bin. Bevor ich jetzt hier komplett abklappe, so übermüdungsmäßig, ich sehe wahrscheinlich auch komplett zerstört und fertig aus, reden wir noch mal kurz über die letzten Tage. Also es ist jetzt Donnerstagabend, ich habe mich das letzte Mal ja, wann habe ich mich gemeldet? Ich weiß schon gar nicht mehr, Dienstag oder so. Ich bin echt krass froh, dass ich jetzt aus San Francisco wieder raus bin. Also es war schon eine ganz gute Idee, da hinzufliegen. Also der ursprüngliche Plan, den bereue ich jetzt nicht, weil ich hatte jetzt einige Videos, unter anderem ja City Hall und noch so ein paar andere Videos, die ich jetzt noch nicht so vorwegnehmen will, die ich da halt in San Francisco machen wollte. Insofern war es jetzt schon eine ganz gute Idee, nach San Francisco oder in San Francisco zu bleiben. Aber da, wo ich mich halt auch zum Teil rumgetrieben habe, jetzt halt so rund um die City Hall, Downtown und in der Mission und so weiter, in vielen Teilen, muss ich halt sagen, ja, fand ich, war halt wirklich relativ schrecklich. Und die Stadt ist auch jetzt insbesondere Downtown noch schrecklicher geworden, als ich da, als sie war oder auf mich gewirkt hat, als ich das letzte Mal da war. Weil Downtown halt relativ leer ist inzwischen. Also es sind wirklich nicht mehr viele Leute unterwegs. Selbst tagsüber, unter der Woche, ich würde sagen, geschätzt, gefühlt vielleicht noch so ein Drittel der Masse an Menschen, die sonst die Market Street und so bevölkert haben. Ich bin da halt auch mal bei diesem Camp rumgelaufen, also neben der City Hall, wo halt gegenüber der City Hall, wo halt ja so ein Obdachlosen-Camp eingerichtet wurde. Also ich muss halt wirklich sagen, also wenn ich nie wieder nach San Francisco reinreisen oder reingehen würde, wäre es auch okay für mich. Als ich durch die Mission gelaufen bin, diesen Neighborhood, gab es da so einen Flohmarkt. Und auch das hat mich jetzt zwar nicht überrascht, weil ich das auch in den Nachrichten, in den US-Nachrichten, weiß nicht, NBC, Bay Area oder so gesehen habe schon, dass es da halt diese ganzen Waren, die gestohlen werden, ja, aus den Geschäften, die Walgreens-Sachen, die werden bei helllichtem Tageslicht offen verkauft auf dem Flohmarkt. Und halt auch in der Mission Street Ecke 16. oder Ecke 24. Ich glaube Ecke 24. Vielleicht auch an beiden, weil beides so Bad-U-Bahn-Stationen sind.
Gibt's halt so einen kleinen Flohmarkt, so einen illegalen sozusagen. Authorities say it's at flea markets like this one in Oakland, where much of the Bay Area's shoplifted merchandise is resold. They know they can turn it around quickly. Recent high-profile cases of organized retail theft have cast an ugly pall on cities like San Francisco. Ja, genau. Also kommen wir da weg nochmal so von diesen Themen. Als ich dann auf die Peninsula runtergefahren bin zu einem Target einkaufen, ja, ich habe mich da eingedeckt mit so ein paar Sachen, die ich unbedingt mitnehmen wollte, wie zum Beispiel halt so ganz kleine runde Tupperdosen, die ich nirgendwo in der Schweiz oder in Deutschland gefunden habe. Und ich hätte den halben Target auch einkaufen können, mitnehmen können, aber ich muss ja alles irgendwie in so einen Koffer packen. Und da ist bei mir jetzt immer so das Heimatgefühl so ein bisschen wieder aufgekommen, weil ich oder wir ja zwischen 2010 und 2013 haben wir ja auch auf der Peninsula gelebt, also Pacifica und San Bruno. Und ich bin da halt, wo ich einkaufen war, im Serra Monte Center beim Target, war ich auch damals schon sehr häufig. Und da bin ich wirklich rumgefahren, da wurde mir schon so ein bisschen schwer ums Herz. Und ja, es wurde jetzt halt natürlich auch nicht besser, als ich dann heute in die East Bay rübergefahren bin und so. Ich wollte noch so ein paar Sachen machen, so eine Kolmar-Tour von diesen Friedhöfen. Da bin ich jetzt nur mit dem Auto rübergefahren, habe das so ein bisschen gefilmt. Mal gucken, was ich aus dieser Video-Footage mache. Aber ich habe halt jetzt festgestellt, dass die Zeit einfach doch zu knapp ist, um diese ganzen Video-Ideen, mit denen ich mal hierher gereist bin, im Gepäck, so in meinem Kopf und auf einer Liste, dass ich die nicht umsetzen werde können. Eine Sache, die ich jetzt auch noch irgendwie hier gerade genieße, ist neben diesem Auto, ja, werde ich später auch nochmal vielleicht was zu sagen in dem Video, wenn ich zukomme, ist halt so das Essen. Und ich muss da auch sagen, da habe ich jetzt meine Meinung auch revidiert, insofern, dass ich das Essen in Deutschland oder so irgendwie besser finde, würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil es ist halt einfach anders. Und ich merke hier, dass es hier wirklich einige Sachen gibt, die ich jetzt so in der Qualität und in der Geschmacksrichtung halt nicht unbedingt, ja, in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz finde. Dazu gehören halt so diese ganzen Burger-Sachen. Also es gibt sicherlich da auch gute Burger, aber die kommen jetzt halt wirklich leider nicht gegen die Burger an, die es hier gibt. Und Shrimp-Tacos bzw. Fisch-Tacos oder Tacos generell. Und Donuts, die guten Krispy Kreme-Donuts, auch natürlich der Hammer. Und ich gehe jetzt natürlich auch gerade immer nur essen. Ja, also ich mache jetzt gerade so kurz Abriss der kalifornischen Fastfood-Kultur, nehme ich jetzt hier also mit. Und natürlich die guten In-N-Out-Burger, die ich auch gegessen habe. Und bei In-N-Out wurde ich auch tatsächlich überhaupt nicht nach so einem Zertifikat oder irgendwas gefragt. War auch ganz interessant so zu sehen, wie unterschiedlich halt ich mit dem Thema hier umgegangen ist. Wird. Ich bin halt auch mit Lyft, also LYFT, so ein Taxi-Service quasi gefahren. Der ist halt auch verdammt teuer geworden. Das sind alles Sachen, die ich halt vorher alles nachgelesen habe. Aber es war interessant, das jetzt auch nochmal am eigenen Leib zu erfahren. Also irgendeine Stadt in der Fahrt in der Stadt, die so 3 Meilen, weiß nicht, 10 Minuten lang war oder so, hat früher vielleicht so, vor der Pandemie, ja, also $8 oder $9 gekostet. Jetzt sind wir so bei $13 bis $18. Also ist ganz interessant, weil die haben jetzt auch nicht so viele Fahrer. Also das sind halt so die Gründe. Und ich habe mich halt so ein bisschen fortbewegt mit diesen Lyft-Fahrrädern. Das sind so Elektrofahrräder, also gibt es auch manuell, aber so fit bin ich dann auch nicht, in San Francisco über die Berge mit so einem manuellen Fahrrad zu fahren. Und habe mir so ein Elektrofahrrad so ein paar Mal ausgeliehen. Aber die sind halt auch scheiße teuer. Also ich habe halt für irgendeine Fahrt von einer Stunde. Also ich habe bin ein paar Mal angehalten und so und bin, weiß ich nicht, 10 Meilen oder so im Laufe von einer Stunde gefahren oder weniger und das hat über $22 gekostet. Also das fand ich auch relativ heftig. Dann habe ich mich für so einen komischen Roller-Service auch noch angemeldet, bin damit kaum den Berg hochgekommen. So steil sind die Berge oder so schwer bin ich oder beides, eine Kombination aus beidem. Ja, genau, das wollte ich nochmal kurz loswerden hier. Scheiße, sind ja auch schon wieder 15 Minuten geworden. Es wird ein relativ langes Video, fürchte ich. Ich melde mich auf jeden Fall morgen früh wieder, weil morgen früh geht es nach Las Vegas. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Werden unsere gesamte Kohle da verzocken? Nein, ich werde natürlich nicht spielen, aber ich werde dort noch ein Video machen. Und ich freue mich auch schon auf die Fahrt nach Las Vegas, quer durch die Wüste. Alright, dann eine gute Nacht, also für mich jetzt jedenfalls. So, Amigos, die Nacht war auf jeden Fall deutlich ruhiger als die letzten Nächte in San Francisco. Es hat keiner auf der Straße irgendwie rumgebrüllt mitten in der Nacht oder ähnliches. Wir haben jetzt Freitag früh, wir fahren jetzt weiter nach Las Vegas zum Mardi Gras Hotel und Casino.
Ist eine Fahrzeit von 5 Stunden 48, 393 Meilen. Können natürlich auch laufen, 5 Tage. Adieu, Hotelzimmer. Ich finde ja den, Gedanken mal irgendwie faszinierend, dass wenn man, ja, dass diese Tür, so, dass man, wenn man so ein Hotelzimmer verlässt, so einen Raum verlässt, den man nie wieder in seinem Leben sehen wird. Also, dass man jetzt genau hier in genau dasselbe Hotelzimmer absteigt, ist ja völlig unrealistisch. Von daher gucke ich da mal rein letztes Mal und denke, okay, werde ich nie wieder in meinem Leben sehen, dieses Zimmer. Morning. Aber gut, ist natürlich jetzt auch total albern, weil es gibt ja sehr viel, was man nur einmal in seinem Leben sieht. Aber wir schauen mal ganz kurz, was das Buffet, ich meine, Buffet wäre jetzt krass, das Frühstück so hergibt. Das Continental Breakfast. Da darf man jetzt natürlich nicht zu viel erwarten. Aber schauen wir mal. Da drüben ist auch IHOP. Thank you. Morning. Checking out. Which room? 206. Okay. Should be all set. You're all set, sir. Thank you. You're very welcome, sir. Did I miss the breakfast or is it? Unfortunately, we haven't got the order in yet, so it didn't come. Ah, no breakfast. Yeah, okay. I'm so sorry about that, though. No worries. All right. Oh, that's okay. Okay. It was a great stay, though. That's thanks so awesome much. To hear. Yeah, thank you. Have a good day. Thanks. Wie sie gerade gesagt hat, gibt's leider kein Continental Breakfast. We didn't get the order in this morning. Also, die haben irgendwie die Lieferung nicht bekommen. Egal, ich bin eh nicht so der Frühstücker-Typ. Von daher setzen wir uns jetzt mal in unsere Midlife-Crisis auf 4 Rädern und fahren Richtung Las Vegas. Mein schönes Auto. Aha, Vogelscheiße! Ja, ich putze meinen Mietwagen immer, nachdem ich dämlicherweise unter Bäumen geparkt habe. Nein, ohne Scheiße, ich putze das nur, weil ich will so ein bisschen Driving-Footage aufnehmen, während ich fahre. Übrigens, by the way, total abgefahren. Das kannte ich aus Deutschland überhaupt nicht. Glasreiniger in der Sprühflasche. Hier, zieh das rein. Da sind wir beim Mardi Gras Hotel in Las Vegas. Ja, war eine sehr geile Fahrt hierher, muss ich ja sagen. Die Landschaften beeindrucken mich ja halt immer wieder, hier gerade in Südkalifornien und in Nevada. Diese unendlichen Weiten, das findet man in Zentraleuropa zumindest
Auf jeden Fall nicht. Ja, das Hotel sieht so latent ranzig aus, also wenn ich mir diese Türen da unten so angucke, aber hoffen wir mal, dass es weniger Kakerlaken hat als das Van Ness in San Francisco. So, wir gehen jetzt mal rein, checken ein und schauen uns an, was uns dort erwartet. Das ist kompliziert. Raum 2171 muss ich jetzt versuchen zu finden. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie so ein Stück Räucherfleisch wieder, weil Maske abmachen hier, weil man halt in diesen Hotels hier rauchen darf. Und deswegen riecht es halt in diesen Casinos immer halt wie in so einem Räucherofen. Aber ich habe ein Nichtraucherzimmer bekommen. Das heißt, es gibt auch Raucherzimmer hier offensichtlich. Muss man aber wahrscheinlich extra nachfragen. Also der Default scheint hier nicht Raucherzimmer zu sein. Ich habe nochmal nachgefragt, weil ich hätte jetzt keinen Bock drauf gehabt, jetzt in so einer Räucherbude zu pennen. Aber ein kleiner Blick hier in den Innenhof mit Pool. Man könnte sogar fast reingehen. Es sind jetzt, glaube ich, 26 Grad oder so. Allerdings habe ich keine Schwimmsachen mit. Hier wurde auch schon gerade krass abgekifft eben, aber es ist ja auch legal in Nevada. Also man könnte jetzt hier ganz legal einbuffen. Und hier sind wir, 2171. Hallo. Was ist hier los? Ich habe eben ganz kurz Licht hier angemacht. Das sind da lauter kleine Lampen, die man dann machen kann. Es gibt ja keinen Zentralschalter. Das ist total bizarr vom Aufbau. Das muss ich euch auf jeden Fall zeigen hier. Ja, hier habe ich schon mal meine Habseligkeiten abgeladen. Bloß nicht auf den Boden stellen in solchen Hotels. Also ich weiß nicht, ob in diesem Hotel jetzt, aber ich versuche das mal zu vermeiden, so die Sachen halt auf den Boden zu stellen. Hier ist wieder die übliche laute Klimaanlage, Schrägstrich Heizung, die mich in dem anderen Hotel auch in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich habe sie ausgemacht zum Schlafen, weil sonst springt die halt immer mitten in der Nacht mit einem irrsinnig lauten Geräusch an. Ja, der Fernseher, der das Zimmer erst so richtig gemütlich macht. Und hier, guck mal, ein einzelner Stuhl in dieser Pseudo-Küchenzeile hier. Für die Party alleine fehlt nur noch irgendwie so eine Flasche Nordhäuser Doppelkorn. Und dann kann die Party losgehen. Ja. Hier passende Kunst an der Wand. Da ist noch ein Stuhl, den könnte man natürlich auch benutzen und den hier neben den anderen stellen. Das Bett hinter dieser komischen, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll, diesem Geländer hier mitten im Raum. Das ist eigentlich der bizarrste Aspekt von diesem ganzen Hotel oder von diesem ganzen Zimmer, würde ich sagen. Der recht üppige Kleiderschrank. Allerdings auch wieder ohne Tresor, aber ich glaube, wenn da gibt es das, da musste das Hotel noch einen weiteren Stern haben, um einen Tresor anzubieten. Hier wieder das für die für manche amerikanischen Häuser oder so übliche Design, dass man halt das Waschbecken hier im Schlafzimmerbereich hat und außerhalb der Toilette. Hat natürlich Vor- und Nachteile, klar, aber dieses Design ist jetzt allerdings, glaube ich, eher hier so aus den, ja, schwer zu schätzen, 80ern oder so. Könnte auch 70er sein, ich würde mal sagen 80er. Die kleine, viel zu kleine Toilette. Und die Dusche, wie auch immer, oder wie auch beim letzten Hotel, suboptimalerweise mit einem Duschvorhang ausgestattet. Das finde ich jetzt im Hotelzimmer immer so leicht eklig, wenn der sich so feucht an den Körper anschmiegt oder so. Ja, hier hat man noch die Küche, die aus einem Kühlschrank besteht. Keine Mikrowelle, kein Herd, keine Spüle. Also ich meine, okay, gut, die Spüle hat man vielleicht da. Aber ansonsten ist das hier eine vollwertige Küche, immerhin mit Kühlschrank. Ich denke mal, dass sie dieses Design oder dieses Hotelzimmer mehrfach gebaut haben und dann halt einfach mal in manchen Zimmern oder in manchen Ausführungen halt mit einer Küche dann tatsächlich ausgestattet haben. Hier auch wieder Kunst. Eine Sache, die noch zu erwähnen wäre, ist, dass wir hier Meerblick haben in diesem Zimmer. Hier ist übrigens ein Flaschenöffner an der Wand angeschraubt. Ja, das muss natürlich sein. Eine Bemerkung auch noch zu der Decke. Das können wir jetzt nicht so unkommentiert hier stehen lassen. Das ist halt eine sogenannte Popcorn-Ceiling, also eine Popcorn-Decke.
die halt mal bis so in die 80er Jahre rein, glaube ich, verbaut wurde oder verputzt, in Anführungsstrichen, wurde. Das heißt, die haben dann halt einfach hier so ein Popcorn-artiges Zeug drauf gesprüht. Und das war halt irgendwie mal Mode und außerdem konnte man damit halt relativ leicht irgendwelche Unebenheiten ausbügeln. Also es ist halt einfacher, als es glatt zu verspachteln. Und das ist halt die Hölle, das Zeug. Ne? Also man kann es halt, wenn man da jetzt zum Beispiel was reinbohrt oder so, man kann es halt nicht irgendwie leicht verputzen und reparieren. Und die Leute versuchen das halt immer loszuwerden. Das ist halt eine saumäßige Arbeit, das alles abzukratzen. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen weiter in diesem gemütlichen Ambiente dieses Zimmers abchillen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal was essen. Und zwar nutze ich die Gelegenheit, zu meinem Lieblings-Sushi All-You-Can-Eat zu gehen. Ja, das ist das beste Sushi All-You-Can-Eat, das ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich hoffe, das gibt es überhaupt noch, weil das letzte Mal war ich halt vor ein paar Jahren da. Und zwar ist das Yama Sushi in Las Vegas. Also ich würde sagen, wir setzen uns ins Auto und fahren da jetzt mal kurz hin. Falls ihr euch das gerade gefragt habt, ich werde jetzt hier übrigens nicht abkiffen oder so. Hätte ich ja jetzt auch in Kalifornien machen können, aber es ist mir jetzt auf dieser Reise doch so ein bisschen zu stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber der ein oder andere THC-Konnoisseur unter euch wird es vielleicht verstehen können, wenn ich sage, dass es mir irgendwie zu stressig ist. Da werde ich hier vielleicht so ein bisschen paranoid. Aus der Hoteleinfahrt sind wir schon mal raus. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Der Stau in Las Vegas ist auf jeden Fall legendär und vor allen Dingen die Ampelphasen sind halt unfassbar lange. Also es kann sein, dass man irgendwo, ich habe es jetzt nicht gestoppt oder so die Zeit, aber dass man jetzt irgendwo drei Minuten oder vier Minuten halt vor der Ampel steht und die auf Rot ist. Und es sieht halt auch auf der Karte alles sehr nah aus. Also da kann man sich halt täuschen, weil der Sushi-Laden sieht aus auf einer Karte, als ob er hier um die Ecke wäre. Und es sind 2,2 Meilen. Also da, wenn man da jetzt zu Fuß hinläuft, ich meine, gut, kann man machen, aber da ist man wahrscheinlich 45 Minuten unterwegs. Ja, 9 Minuten. Und dann schauen wir mal, ob es den Laden überhaupt noch gibt. Ich war, wie gesagt, das letzte Mal vor, das weiß ich gar nicht, also vor bestimmt 5 oder 6 Jahren oder so da. Aber ich war schon vielleicht insgesamt 6, 7 Mal da oder so und war jedes Mal halt begeistert. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass es den Laden noch gibt. Ich habe hier vor ein paar Jahren schon mal in Las Vegas so einen Mustang als Mietwagen gehabt. Es war halt ein Cabrio, damit bin ich dann rausgefahren in die Wüste und habe ich auf den Seitenstreifen vom Highway hinter so ein Interstate 15 North Schild gestellt und habe das Foto davon auf Facebook gepostet mit dem Kommentar: This is bad country. Yes, es gibt den Laden noch, wie geil. Da gehe ich jetzt rein. Es gibt doch nichts Besseres als rohen Fisch in der Wüste zu essen. Ich freue mich so. All you can eat Sushi für 27,95. Es ist jetzt nicht total billig, aber es ist wirklich sehr geil. Und man kann halt von der Karte bestellen. Also es ist jetzt nicht so ein abgegrabbeltes Buffet. Und die Leute sind hier wirklich sehr schnell. Und die machen einem halt hier dieses Sushi frisch und legen einem das hier auf den Tisch. Also man kann hier entweder an einem Tisch sitzen oder an der Bar, wie ich das jetzt hier gerade mache. Warum nicht? Für einen alleine. Hi, can I give you the business card for my YouTube channel? Alright, thank you. Die haben mir das geile Ding, dass sie diese Businesskarten, also die Visitenkarten von den Leuten, da so hinhängen. Thank you, thanks so much. Geil. Es ist nicht nur bottomless drinks, also das ist jetzt eine Cola, eine normale, ich muss ja noch Auto fahren, sondern es kommt hier auch gleich noch in so einer Karaffe mit 8000 Kalorien. Geil. Also man kann hier von dem Menü so viel bestellen, wie man will. Es gibt, glaube ich, ein paar Items, die sind extra und man sollte jetzt halt nichts übrig lassen. Das sind halt diese verschiedenen Nigiri-Sachen. Da sind zwar jetzt Preise dran, aber das sind halt nur so theoretische Preise. Vielleicht kann man hier auch à la carte bestellen. Und die Karte sah ein bisschen anders aus letzte Mal. Haben sie jetzt mit Fotos gestaltet. Und hier sind so die Special Rolls, die ich nur empfehlen kann, mit halt so lustigen Namen, wie zum Beispiel Snow in Vegas. Wer weiß, was sie damit meinen. Kiss the Ass, das ist ein bisschen peinlich natürlich zu bestellen, aber die kennen es halt. Wet Dream, Man Whore, Roger Roger, Who's Your Daddy und so. Also hier sind sie halt sehr kreativ gewesen, was die Namen angeht. Es gibt auch eine Superman Roll.
hier geht es halt noch weiter. Die Auswahl ist halt wirklich richtig krass. Baby One More Time und so. Ne? Hier gibt es halt noch weitere Rolls, also das sind halt hier so die Standardrollen, so Thunfisch, Lachs und so weiter. Ne? Also was es halt alles auch in den normalen Sushi-Laden gibt. Desserts kann man sich halt geben lassen. Ich glaube, das mit den Punkten hier, das ist kein All-You-Can-Eat, sondern da kann man sich ein oder zwei pro Bestellung, hier One Order per Person, kann man sich halt eine pro Restaurantbesuch pro Person bestellen. Genau, das ist die Karte. Schauen wir mal, was ich mir jetzt hier so bestellen werde. Hier vor mir in der Bar direkt vor den Augen liegen halt auch die ganzen Rohstoffe. Das ist die Hawaii Roll. Ich habe jetzt leider schon zwei Stücke weggefressen. Ich konnte mich nicht zurückhalten, sorry. Das ist jetzt zweimal eine Salmon Skin Roll, also eine Lachshautrolle. Nächste Runde, das ist die links, die Roger Roger Roll, Spicy Yam Yam Roll, topped with Eel, Avocado and Eel Sauce. Und das hier rechts ist tatsächlich meine Lieblingsrolle oder Lieblingssorte, die ich jetzt wiederentdeckt habe, nämlich die Happy Ending Roll. Das ist eine California Roll with Salmon, Lemon, Green Onion and Ponzu, was auch immer Ponzu ist. Der Laden hat nicht nur nicht pleite gemacht, wie ich ja befürchtet hatte, sondern er hat sogar noch expandiert und offensichtlich noch zwei weitere Filialen in Las Vegas eröffnet. So sieht für mich übrigens ein gutes Getränk aus. Den Becher mit Eis bis zur Kante vollgefüllt und dann die Lücken mit Getränk nachgegossen. Das ist übrigens auch typisch amerikanisch. Da drüben läuft ein Fernseher mit CNN, da läuft ein Fernseher mit Football und da läuft ein Fernseher mit NBA. Ich denke mal, das ist meine letzte Runde heute. Ich bin ja schon total voll. Ich weiß, lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Das hier rechts ist jetzt unter dem aus dem Nigiri-Menü, der, also haben sie da jetzt eingereiht, der Tuna Poke Salad. Und das hier links nennt sich Ikura Nigiri. Und das hier ist die Giant Clam und die Red Clam. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir diese Quail, also wahrscheinlich Wachteleier, bestelle. Aber da dachte ich, man sollte jetzt sein Glück auch nicht herausfordern und sich jetzt hier ein rohes Ei auch noch geben. Ja, hier ist die Rechnung. $33 inklusive Tax. Und hier als Tippguide sollte man jetzt halt schon irgendwie so $5 mindestens geben. Ich glaube, ich werde 40 draus machen. Und wie es halt läuft, wie immer im Restaurant, man kriegt die Rechnung halt hingelegt, jetzt tue ich meine Kreditkarte da rein, dann wird die mitgenommen und dann kriege ich dann die Abrechnung zum Unterschreiben, wo ich dann auch den Tipp reingebe. Ja, geiler Laden, kann ich nur empfehlen. Ich nutze die Gelegenheit, dass ich hier bin nochmal kurz und gehe hier in so einen Albertsons rein, um mir etwas Wasser zu kaufen fürs Hotelzimmer, weil ja, das Leitungswasser, das ungefilterte, kann man jetzt in Kalifornien unter Umständen schon trinken, aber in Las Vegas weiß ich nicht. Da investiere ich dann doch lieber noch mal in ein bisschen Wasserflaschen oder in ein paar Wasserflaschen. Und hier haben wir ja schon das Wasser. Allerdings möchte ich jetzt nicht unbedingt so eine ganze Palette kaufen. Vielleicht gibt es das ja auch in etwas kleinerer Menge. So als Sixpack oder so. Weil ich muss mir hier einfach so ein Ding hier kaufen. Was natürlich krass ist, dass es auch hier im Supermarkt ein kleines Casino gibt mit Spielautomaten. Ah, geil. Ich habe es mir jetzt doch anders überlegt, weil ich mir dachte, das Leben ist zu kurz, um jetzt an einem Ort zu sein, an dem an jeder Ecke so eine Dispensary ist. Und bin deswegen noch mal kurz zu so einer 24-Stunden-Dispensary hier um die Ecke gegangen. Also gefahren, nicht gegangen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Ecke hier nicht so gut ist, um im Dunkeln draußen rumzulaufen. Von daher bin ich doch schnell gefahren und habe mir hier so einen Vaporizer-Stick gekauft. Also wie so eine E-Zigarette, so ein Disposable Vaporizer, weil ich jetzt hier nicht irgendwie so eine Batterie da habe und so, um das raufzuschrauben. Und ja, der hat $20 gekostet, beziehungsweise $20 plus 1,68 Clark County Sales Tax und die Recreational Sales Tax von $2. Also für $24 bin ich jetzt stolzer Besitzer von diesem Disposable Vaporizer Pen. We'll be right back.
Ich melde mich jetzt hier nochmal mit einem kurzen Update aus dem wunderschönen Zimmer im Mardi Gras Hotel in Las Vegas. Es ist jetzt Samstagabend. Ich habe den Tag über mit Freunden verbracht, die ich besucht habe, die auch in Las Vegas wohnen. War sehr nett und die haben mich auch mal mit ihrem Ram 2500 mit Cummins Dieselmotor fahren lassen. Sagen, war schon recht beeindruckend. Also da kann man jetzt sagen, was man will, aber es ist schon eine andere Hausnummer als mein VW-Bus in der Schweiz. Ja, gut, wenig überraschend jetzt wahrscheinlich, aber meine Aufmerksamkeit, also diese Probefahrt, hat halt meine Aufmerksamkeit von dem Thema Ford so ein bisschen doch wieder zum Thema Ram hingelenkt. Bei der Frage, was für ein Fahrzeug ich mir dann holen würde, wenn ich halt wieder in die USA zurückziehe. Genau, ja, die letzte Nacht war relativ kurz auch mal wieder, also wie hier so jede Nacht bisher und ich denke, ich sehe wahrscheinlich bei jeder Videoaufnahme fertiger aus als bei der vorherigen. So ist es halt, ich bin halt schlafen gegangen und dann irgendwann um 2 Uhr morgens von Hathaway mit What is Love geweckt worden, was hier irgendwelche Leute halt lautstark abgespielt haben, die auch eine Party veranstaltet haben. Das Hotel ist, wie gesagt, so ein bisschen assi und ich habe ja auch schon den ein oder anderen Beziehungsstreit, das ein oder andere Drama miterlebt. Aber sei es drum, es ist ja auch die letzte Nacht hier heute. Ich bin dann auch morgens um 6 oder so irgendwie aufgewacht mit so einer Halluzination einer Küchenschabe, die über mir auf der Decke lang krabbelt. Aber das war halt Gott sei Dank nur eine Halluzination. Aber für einen Moment hat sich der Traum mit der Realität irgendwie so verschmolzen. Das war schon relativ fürchterlich und danach war ich auch erstmal wach. Also waren jetzt nicht mehr als 4 Stunden Schlaf oder so. Muss ich dann irgendwann in der Schweiz nachholen. Was ist der weitere Plan für heute Abend? Also ich wollte mich jetzt noch mal kurz aufs Ohr legen, wenn es denn geht bei dem ganzen Lärm da im Hintergrund. Draußen gerade beim Pool ist halt auch wieder eine riesige Party. Und dann wollte ich rausfahren, so gegen Mitternacht oder so bei dem Hotel hier auschecken. Leider das gute Mardi Gras Hotel hinter mir lassen und dann in die Wüste rausfahren und mal versuchen, ob ich ein paar Sterne sehen und vor allen Dingen auch fotografieren kann. Ja, schauen wir einfach mal. Ich habe noch keine Ahnung, ob es klappen wird. Und dann fahre ich auch gleich durch, wenn ich damit fertig bin, nach Berkeley, wo halt die nächste Station dieser Reise ist. Jetzt 4 Uhr morgens, ich bin jetzt hier irgendwo in der Wüste mitten im Nirgendwo, 2,5 Stunden außerhalb von Las Vegas und habe mich jetzt dagegen entschieden, hier einen Timelapse zu machen, weil die Sterne zwar schon beeindruckend sind, aber es zu spät im Jahr zu sein scheint, um jetzt die Milchstraße noch zu sehen an der Stelle. Insofern habe ich mich jetzt dagegen entschieden, jetzt hier 2 Stunden abzuhängen, um diesen Timelapse halt zu machen und werde jetzt weiter in die Bay Area fahren, was jetzt halt so eine etwa 8-stündige Fahrt noch ist.
Und hier sind wir in Berkeley beim Super 8 Motel mit dem staubigen Auto, was mich jetzt treu die letzten, ja, 8 Stunden oder so begleitet hat. Ja, war eine super anstrengende Fahrt, war auch sehr schön, geile Landschaften mal wieder. Aber ja, der Schlafmangel macht sich doch schon irgendwie bemerkbar beim Fahren. Ja, ich habe mich schon eingecheckt hier in der Rezeption, war alles recht unproblematisch und wir haben Raum 110. Der Code für die Polizei, das ist natürlich jetzt kein gutes Omen. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht in Deutschland. Hier gleich die Überwachungskamera über der Tür, vor der Tür. Was wird uns erwarten? Hoffentlich keine Kakerlaken. Aber ansonsten machst du ja bisher einen etwas besseren Eindruck. Hallo. Gut, wieder keiner drin. Warte mal kurz, ich muss mal das Licht, den Lichtschalter finden. Okay, ich habe mal kurz das Licht angemacht hier, damit wir uns das Ganze angucken können. Das letzte Hotel auf dieser Reise, das letzte Hotelzimmer, auch nur wieder für eine Nacht. Morgen geht es dann halt wieder zurück nach Zürich. Ja, das ist jetzt auch unspektakulär, das Ganze. Man darf jetzt auch nicht so sehr auf die Details achten. Irgendeiner hat hier irgendwie so ein bisschen rumgekritzelt. Was auch immer das bedeuten soll. Immerhin ein Bild von der Golden Gate Bridge im Hintergrund. Es ist jetzt hier nur ein Queen Bed. Ich meine, das ist okay, ich bin jetzt hier alleine. Aber die anderen Zimmer vorher hatten ein King Size Bed, also etwa 2 Meter breit. Das hier sieht nach einem... Ja, vielleicht ist es noch nicht mal ein Queen. Naja, egal. Da drüben wieder die obligatorische Heizung. Licht, keine zentrale Deckenleuchte, das ist nur so ein Rauchmelder oder Kohlenmonoxidmelder. Ansonsten muss man hier jede Lampe einzeln anschalten. Hier gibt es hier irgendwie ein Licht, das habe ich noch doch hier. Puh. So, hier haben wir auch wieder einen Kühlschrank immerhin und eine Mikrowelle, werde ich jetzt nicht benutzen. Und hier haben wir jetzt einen Tresor. Den ich aber auch nicht benutzen werde, weil ich werde hier relativ früh schlafen gehen. Nochmal meine Sachen halt in den Koffern sortieren und so, dass ich das gewichtsmäßig alles optimal verteile. Und dann werde ich hier halt morgen nochmal einen anderen Freund besuchen und dann eigentlich so wie direkt zum Flughafen fahren. Das ist das Badezimmer mit schöner Aussicht in den Nachbargarten von irgendwem. Ja, ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Ich werde jetzt mal auspacken. Bevor ich es vergesse, sage ich noch mal kurz ein paar Worte zu dem Auto. Das ist jetzt mein dritter oder vierter Mustang als Mietwagen, den ich hatte. Und ich hatte ja damals, bevor ich mir das Audi A3 Cabrio geleased habe, habe ich ja überlegt, ob ich mir stattdessen halt so einen Ford Mustang als Cabrio lease. Wobei der halt 2 große Nachteile, also eigentlich 3 große Nachteile im Vergleich zu dem Audi Cabrio hat. Der erste ist der, dass er halt, also in der Cabrio-Variante, keinen Überrollschutz hat. Genau wie der Camaro als Convertible hat er halt auch nicht. Ja, das fand ich jetzt, war jetzt kein komplettes Argument dagegen, aber fand ich doch so ein bisschen, ja, war schon so ein Entscheidungsgrund. Und dann war, und das war halt damals die 2015, 2016, ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, konnte man halt, um das Dach aufzumachen, das war voll elektrisch beim Audi und bei dem Mustang musste man noch 2 Hebel entriegeln, um das Dach aufzumachen. Das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt. Aber was mich auch vor allen Dingen total abgeschreckt hat, ist, und das ist hier bei dem genau das Gleiche, der Zugang zur Hinterbank, also zur Rücksitzbank. Das kannst du mir eigentlich fast komplett vergessen. Und zwar müsstest du hier halt, ist jetzt schwierig mit einer Hand zu machen, hast du jetzt beim Audi zum Beispiel, hast du so einen Hebel hier irgendwo und dann rutscht der Sitz nach vorne und die Lehne klappt sich um. Das rutscht hier halt nicht nach vorne. Das heißt, du müsstest halt, so ist der einzige Weg, da ein- und auszusteigen. Also du kannst nur diese Rückenlehne umklappen, aber mir auch nicht. Und dann müsstest du halt, damit jemand hinten rein kann, diesen Sitz elektrisch nach vorne schieben, was halt ewig dauert. Und das hat mich halt schon so ziemlich abgeturnt, weil ich halt dachte, okay, ich muss da halt irgendwie noch einen Kindersitz in dieses Cabrio reinkriegen und dann halt jedes Mal diese Aktion halt zu machen. Der Kofferraum bei einem Cabrio ist natürlich eher so in der Größenordnung eines Handschuhfachs, was halt daran liegt, dass sich das Verdeck da auch noch reinfalten muss. Also wenn das Verdeck zu ist, dass der Wagen geschlossen ist, dann geht es meistens, aber wenn das Verdeck offen ist, dann kannst du da eigentlich fast gar nichts mehr reinmachen. Und das hier geht bei dem
normalen Mustang-Coupé eigentlich schon. Also der Kofferraum ist jetzt für eine bis zwei Reisende eigentlich ganz gut. Ansonsten muss ich sagen, ich finde ihn halt ja optisch recht ansprechend, den Mustang. Aber es ist jetzt halt auch kein teures Auto. Ne? Also das Ding hier, das ist ja der V6-Motor. Nicht der V8-Motor, was mir jetzt auch relativ egal ist. Also der V6 geht eigentlich auch schon ganz gut ab. Wobei ich ihn mir wahrscheinlich, wenn ich ihn mir kaufen würde, würde ich halt doch wahrscheinlich eher den V8 wählen. Aber wie gesagt, der V6 reicht eigentlich auch völlig aus. Und es ist halt kein wirklich teures Auto. Also das Ding kostet hier, so wie er hier steht, wahrscheinlich im Bereich von 35.000 bis 36.000 Dollar so ungefähr. Kann ich mich jetzt auch irren. Also jetzt ohne den aktuellen Händler, Microchip-Shortage, Pandemieaufschlag. Ja, kriegt man so ein Ding halt für den Preis von einem einfachen 3er BMW oder einem gut ausgestatteten Golf. Und dafür kriegt man eigentlich relativ viel an Design geboten, muss ich sagen. Also ist jetzt Geschmackssache, ist halt so ein bisschen mehr Schein als Sein. Also sieht gut aus in Werbefotos, aber wenn man halt so die ganzen Schalter betätigt und so, es ist halt schon sehr Plastic-Fantastic hier alles, ne? Also ist jetzt kein super krass hochwertiges Auto. Aber ich finde die Fahreigenschaften eigentlich auch ganz okay. Also es ist jetzt nicht so präzise und definiert wie jetzt bei einem 3er BMW oder bei einem Audi oder ähnliches. Also man merkt halt schon, dass es jetzt halt so ein amerikanisches Muscle-Car ist. Also es fährt sich halt schon so ein bisschen schwerer und so ein bisschen, wie soll ich sagen, roher halt einfach. Und der Camaro ist eigentlich noch schlimmer. Also ich bin dann auch mal gefahren als V8. Und der ist eigentlich, also ich mag ja Chevys generell jetzt nicht so vom Fahrverhalten und vom Design und vom Infotainment-System und so. Also da ist der Mustang schon nochmal ein bisschen besser meiner Meinung nach als der Camaro. Aber ja, wie gesagt, er schaltet jetzt nicht wahnsinnig präzise und so. Aber er hat eine verdammt gute Straßenlage, also es macht halt schon Spaß zu fahren. Es ist halt, würde ich sagen, so ein Auto, was jetzt nicht für Freunde der absoluten Präzision geeignet ist, aber es hat sehr viel Emotionen und hat sehr viel Fahrfreude. Gut, haben wir das jetzt auch noch mal kurz besprochen. Die letzte Nacht auf der Reise im Super 8 in Berkeley, was eigentlich ganz okay war, muss ich sagen, wobei jetzt durch das erste Hotel meine Erwartungshaltung auch schon ziemlich herabgesetzt wurde, meine Ansprüche an die Hotelzimmer, aber ich muss sagen, war ganz okay, also kann ich eigentlich jetzt empfehlen, wenn man hier übernachten will. Ich setze mich jetzt ins Auto, treffe mich nochmal mit zwei Leuten, ganz spontan, und dann fahre ich zum Flughafen und fliege auch schon wieder zurück. Jetzt endlich das Schlusswort zu diesem Video vom Flughafen in San Francisco noch ein letztes Mal, vom Gate G13, wo ich jetzt gleich mich in den Flieger setze, nach Zürich, Swiss Airlines, Direktflug, 10 Stunden 50 mit meinem extra Beinfreiheitsplatz. Ja, war ein sehr geiler Trip, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gemacht habe. Allerdings war es jetzt auch nicht so super gechillt, weil ich mir ja halt auch ein recht volles Programm gesetzt habe, was ja auch gut ist. Also ich bin froh, dass ich es halt so durchgezogen habe. Aber es war schon so ein bisschen stressig stellenweise, weil ich auch nicht viel geschlafen habe, muss ich auch sagen, was halt so ein bisschen an der Qualität der Hotels zum Teil gelegen hat, aber auch so an meiner Aufregung. Und es sei auch immer noch abends was zu machen, noch irgendwie ein Backup zu machen von den ganzen Dateien und so weiter. Ich habe aber alles geschafft, was ich schaffen wollte und noch ein bisschen mehr, aber doch im Endeffekt ein bisschen weniger, als ich mal erhofft hatte, weil dann doch am Ende des Tages weniger Zeit ist, als man halt vorher mal so denkt in der idealisierten Vorstellung. Ich habe meine Festplatte gut genutzt, meine Backup-Festplatte, 2 Terabyte, und habe davon 1,2 Terabyte mit Daten gefüllt. Und die habe ich halt auch wirklich überall mit hingenommen, egal wo ich hingegangen bin, hatte ich halt immer dicht am Mann diese Festplatte mit meinem Reisepass zusammen. Ja, habe ich beschützt wie Gollum seinen Ring. Ich bin insgesamt 1460 Meilen gefahren mit dem Auto. Das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. In den 8 Tagen, das sind 2350 Kilometer etwa. Was war so das Highlight der Reise? Also da gab es mehrere Highlights eigentlich, würde ich sagen. Es hatte wirklich sehr viele gute Momente auch. Auch ein paar Low Points, wie da ist in diesem Hotelzimmer mit den Kakerlaken. Aber kann man ja hinterher auch drüber lachen so, ne? Aber ich würde sagen, so das krasseste Highlight für mich war so dieses kleine Schläfchen, was ich am Highway in der Wüste gemacht habe. So 4-5 Stunden nördlich von Las Vegas, als ich halt diese Sternfotos so um 4 Uhr morgens gemacht habe. Und dann so gegen 5:30, 6 morgens realisiert habe, dass es echt nicht mehr geht im Weiterfahren, so in dieser Dunkelheit auf diesem monotonen Highway. Und bin dann halt rechts rausgefahren, wollte jetzt nicht direkt so am Straßenrand stehen irgendwie und bin halt so ein ganz kleines Stückchen in die Wüste reingefahren.
hätte man halt noch ein bisschen weiter reinfahren können, aber ich hatte dann doch Angst, dass ich da mit diesem hinterradgetriebenen Mustang dann irgendwo in diesem weichen Sand stecken bleibe. Es wäre jetzt nicht so optimal gewesen, so irgendwo mitten in der Wüste. Aber es war sehr geil, da zu übernachten und dann so den Sonnenaufgang über der Wüste zu sehen und zu realisieren, wie geil die Landschaft ist, in der man halt da gerade war, in der ich jetzt da gerade war. Ja, ansonsten habe ich mich am Anfang halt bei der Einreise die ersten ein, zwei Tage schon so ein bisschen wie so ein deutscher Tourist auch gefühlt. Also es war so eine merkwürdige Mischung, die ich jetzt auch so ein bisschen aus meinen Deutschlandbesuchen kenne, von meinen Deutschlandbesuchen, dass man halt irgendwie, dass es vertraut ist, aber doch so fremd. So ging es mir jetzt auch. Und ich kann auch so ein bisschen jetzt nach dieser Erfahrung die Irritation vielleicht verstehen, die jetzt so mancher deutscher Tourist hat, wenn er nach SFO fliegt und dann da nach San Francisco ins Hotel reinfährt. Ich würde es, so dieses Erlebnis oder die Beobachtung oder so, würde ich jetzt vielleicht, wenn ich sie mit einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen chaotisch. Also es ist definitiv chaotischer alles, der Straßenverkehr, die Straßen, alles ist irgendwie ein bisschen mehr messy, so ein bisschen chaotisch im Vergleich. Kommt wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen drauf an, wo man jetzt herkommt so genau und wo man hinfliegt. Also wenn man jetzt als Tourist nach Boise, Idaho fliegt oder so, da hat man jetzt wahrscheinlich nicht so einen chaotischen Eindruck. Ja, das ist halt wieder so ein bisschen für mich dieses, diese Wahrnehmung oder die Schlussfolgerung, dass man halt die US-Städte tendenziell eher vermeiden sollte. Also es gibt halt ein paar Städte, die schon recht gepflegt sind und so weiter. Aber generell würde ich jetzt zu besuchen, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ich würde jetzt nicht leben wollen mehr. Also in den Suburbs auf jeden Fall in den USA leben. Auf dem Land ist es wahrscheinlich auch ganz nett, vielleicht ein bisschen sehr ruhig. Aber in den Städten oder in die Städte in den USA zieht es mich jetzt nicht rein. Was ich jetzt auch nicht so vermisst habe und jetzt wieder sehr viel erlebt habe, ist dieser ganze Stau, vor allen Dingen halt in der Bay Area, in der inneren Bay Area, dass man irgendwo hinfährt und dann dafür eine Stunde braucht oder so, weil man halt irgendwie in diesen riesigen Highways im Stau steckt. Das habe ich jetzt längere Zeit nicht mehr gehabt. Das vermisse ich jetzt halt nicht. Was mir auch wieder aufgefallen ist, ist positiv aufgefallen, dass einen die Leute jetzt nicht so beachten, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt vielleicht im Widerspruch zu dem, dass ich halt auch mal erzähle und dass es halt auch so ist, dass sie einen mal ab und zu anquatschen, also so irgendwie positiv anquatschen, so hey, nice camera oder gib her, nein, so nicht, aber nice camera oder nice shoes oder irgendwie sowas, dass sie halt so ein Kompliment machen und einen anquatschen, aber einen ansonsten jetzt nicht so anstarren, wie man das jetzt halt aus dem deutschsprachigen Raum kennt. Also das mache ich jetzt auch alleine schon daran fest, dass ich jetzt mit einer Kamera in der Hand Selbstgespräche führe und teilweise sozusagen über die Straßen gelaufen bin und mich hat wirklich keiner schief angeguckt irgendwie. Ich habe das Ganze mal irgendwann in Zürich gemacht. Ich wollte mal ein Video aufnehmen, wo ich halt irgendwas erzähle und dachte, vielleicht laufe ich einfach mal durch Zürich so ein bisschen durch die Straßen und ich bin wirklich von jedem irgendwie angeguckt worden und dachte dann irgendwann so, das ist mir total unangenehm, ganz schlechte Vibes jetzt gerade für so ein Video hier beim Laufen in der Straße aufzunehmen und habe es dann halt gelassen. Ja. Ansonsten natürlich diese ganzen unberührten, epischen Landschaften, durch die man fährt, das kennt man so oder hat man so in Europa auf jeden Fall nicht. Ich habe es ja, glaube ich, in meinen vorherigen Clips, die ihr eben schon gesehen habt, erwähnt. Ja, ich will jetzt eigentlich, obwohl mich dieses San Francisco-Erlebnis und teilweise auch das Las Vegas-Erlebnis da in diesem Hotel und so schon so ein bisschen abgeschreckt hat, wie gesagt, das Thema US-Städte versus US-Suburbs und gute versus schlechte Ecken natürlich wieder. Aber ich will jetzt nach dieser Erfahrung eigentlich noch mehr wieder zurück in die USA als vorher. Hat jetzt nicht geholfen dafür, der Trip. Aber gut, wird ja passieren. Irgendwann 2022 gehe ich jetzt jedenfalls davon aus, weil die Rückfrage ab und zu kommt. Genau, das war der Trip. Und ihr seht in 2 Wochen das erste Video von diesem Trip. Genau, ja. Dann danke fürs Zuschauen an der Stelle wieder. Ich werde mich jetzt gleich chillig ins Flugzeug setzen und zurück zu meiner lieben Familie fliegen. Bis denn. Tschüss.